Er ist einer der bekanntesten Helden der Kinogeschichte, Indiana Jones, der legendäre Archäologe und Forscher, dem Schauspieler Harrison Ford zu Kultstatus verhalf. Seit dem ersten Abenteuer 1981 begeistert Indy mit einer Mischung aus Action, Klamauk und rasanten Reisen durch die Geschichte. Jetzt kommt Teil 5 in die deutschen Kinos mit einem Hauptdarsteller, der sich auch im fortgeschrittenen Alter fast jeder Herausforderung stellt. Waghalsig, fast schon halsbrecherisch. Harrison Ford gibt wieder alles. Als Archäologieprofessor und Abenteurer Indiana Jones. An seiner Seite diesmal Phoebe Waller-Bridge als Patentochter Helena. Turbulent, auch die Dreharbeiten. Yes, it was challenging and exhausting. Nah. Ja, es war herausfordernd und anstrengend. Für mich, nicht für sie. Wir haben lange gedreht. Wir sind nach Marokko und Sizilien gereist. Dann kam die Pandemie, aber am Ende haben wir es geschafft. Der fünfte Teil der Saga um den Archäologen spielt 1969. Indiana Jones will eigentlich in Rente gehen. Doch dann taucht seine Patentochter auf. Ich bin jetzt im Ruhestand. Wenn das so ist, was trinken wir? Einen für meine Patentochter. Mein Vater sagte mir, du hast etwas gefunden. In einem Zug während des Krieges. Ein Rad, das den Verlauf der Geschichte ändern könnte. Das Rad des Schicksals. Hinter dem ist nicht nur Helena her. Auch Altnazis jagen das wertvolle Artefakt. Und Indiana Jones nimmt es mit ihnen auf. Ruhestand hin oder her. Dieser Indiana Jones darf alt sein, unverletzlich. Genau das reizte Harrison Ford. Er stellt sich damit auch seinem eigenen Alter. In 3 Wochen wird der Hollywood-Star 81. Ich denke, es ist interessant, eine Figur zu sehen, die eine gewisse Kraft hatte und sie jetzt vielleicht nicht mehr hat. Sie werden älter, jedermann wird älter. Ich wollte nicht so tun, als wäre ich noch derselbe Indiana Jones wie vor 40 Jahren. Der Archäologe mit der Peitsche und dem Hut, Harrison Ford spielte ihn 1981 zum ersten Mal. In Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes. Eine Kultfigur war geboren. Doch nun, mit dem 5. Indiana Jones Film, soll Schluss sein. Dies ist mein letzter Indiana Jones Film. Ich habe keine Pläne oder Ambitionen. Und ich glaube auch nicht, dass die übrige Filmcrew daran denkt, dass ich noch einen Indiana Jones Film machen könnte. Harrison Ford ließ sich jedenfalls feiern. Zur Deutschlandpremiere seines neuen und vielleicht auch letzten Indiana Jones Films.